Bereits zum siebten Mal werden mit dem Alois Grosch Gedenkturnier die großen Leistungen des langjährigen Funktionärs des ältesten Fußballvereins Tirol gewürdigt. In der Sporthalle Hötting-West haben sich 10 Top-Mannschaften aus dem Tiroler Unterhausfußball zum Turnier getroffen. Im Rahmen der gewohnten perfekten Abwicklung des Turniers durch SVI-Präsident Gerhard Grosch mit seinem Team stellen sich die Mannschaften aus Hall, Inzing, Titelverteidiger Kirchbichl und die Hausherren des SVI gegenüber. Die Haller Löwen und der Sportverein Innsbruck gewinnen die Halbfinalspiele deutlich und ziehen ins Finale ein. Dort darf der SV Hall dank einem 2:1 den Siegerpokal entgegennehmen. Der SVI darf sich außerdem über die Auszeichnungen für Daniel Heisenberg als bester Spieler und Dominik Bichler als bester Tormann des Turniers freuen.